Herzlich willkommen zurück, liebe Freundinnen und Freunde der World of Warcraft, liebe schon coole Community. Ich bin Andreas und ich begrüße euch zu meinem nächsten Farmvideo, meinem Goldguide und meiner Farmroute mit der Überschrift Ersatzteile farmen im Patch 8.2. Das heißt, wir befinden uns auf Mechagon und ich habe jetzt, damit ihr die Zeit und die Mühe nicht investieren musst, wirklich geguckt und geschaut. Es gibt 3, 4 gute Farmspots, finde ich. Es hängt ein bisschen auch immer ab von der Dichte der Quests drumherum. Wie viele Leute sind da? Was sind da für Respawn-Systeme am Werk? Wie ist die Anzahl der Mobs? Wie sind die Respawns? Wie viel muss man laufen? So, was ich euch jetzt präsentieren möchte, ist die für mich beste Route, und zwar um und am Schrottknochenbau herum, mit oder gegen den Uhrzeigersinn. Ich werde euch das einmal zeigen. Vorne ist mir tatsächlich ein Tun irgendwie einmal wegkrepiert, weil ich nicht aufgepasst habe. Was ich mache ist, dass ich mir die Gruppen suche und dann pulle. Ihr könnt euch überlegen, hier noch in die Höhle zu gehen. Ich finde das immer nicht so toll, weil ich da diesen Line-of-Sight-Bruch habe. Das heißt, ich kann von hier hinten nicht da reinschießen, weil da so eine kleine Anhöhe ist oder da ist irgendwie so ein kleiner Felsen dazwischen oder sowas. Dann habe ich immer ein kleines Problem. Hier oben sind, glaube ich, immer 4 oder 5. Die kann man auch nochmal mitnehmen und wegbashen. Und dann sehen wir schon, wenn wir looten, hier Ersatzteile auf jeden Fall. Es gibt Gischtvernebelsleinen, es gibt ein bisschen Tiefseesatin, soweit so gut. Respawn funktioniert hier leider gar nicht. Ich habe nebenan so einen ganz kleinen zwar bekommen, aber das ist mir alles nicht effizient genug, Leute. Ihr zerrt hier wirklich diese Gruppen ab. Wir sind jetzt irgendwie hier, haben jetzt hier angefangen. Ich gehe jetzt mit euch einmal hier diese Runde durch, ja. Genau, Kollege, achte nicht auf diese komischen Multiboxer, sondern achte darauf, dass du hier nicht Damage kriegst und hier mir wegstirbst. Ach so, ja, genau, super. Die Lags bitte ignorieren. Ich muss meine CPU, also das Overclocking, rausnehmen und runtertakten. Die Temperaturen sind einfach too much. Ja? Wenn 8 Kerne dauerhaft deutlich über 70 Grad arbeiten und dann kommen noch Lastspitzen dazu, gerade jetzt hier beim Multiboxen, so eine Aufnahme. Ich habe es ein bisschen übertrieben, bin da noch im Probieren mit dem Übertakten, aber Richtung 5 GHz wird es dann einfach instabil und dann haben wir diese dermaßen heftigen Ruckler. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Das Prinzip möchte ich ja nur erklären. Ihr könnt jetzt hier oben auch noch auf dem Hügel weitermachen. Hier in der Höhle sind, glaube ich, 2 Elite. Das packe ich zwar, aber als Einzelchars ist es, glaube ich, nicht so effizient und sehr anstrengend. Also den Hügel nehme ich hier oft noch mit. Das lasse ich dann hier stehen und leben oder überleben. Das könnt ihr euch natürlich selber aussuchen. Ne? Das, was für euch die beste, angenehmste Farmroute ist, das bestimmt ihr. Wir sehen hier, gibt es auch noch so ein paar 266er-Items. Für Expulsum oder fürs Entzaubern, je nachdem, wozu ihr Lust habt. Ein kleiner Hinweis noch bei den Saurolisken, das sind die hier. Die könnt ihr kirschnern im Übrigen, ne? Also Kräuterkunde, Bergbau ist die auch genommen, sind aber alles 815-Materialien. Immerhin dann grünes Item. So, das heißt, ne, dann gehe ich hier schon den Weg wieder zurück. Wir waren jetzt, ja, hier oben, zack, dann auf den, auf die Anhöhe, auf den Hügel einmal kurz rauf. Und jetzt haben wir schon fast die Hälfte der Strecke hinter uns. Fernkampfklassen haben hier natürlich große Vorteile, weil ihr super, super, super pullen könnt. So, und meine Lieblingssituation, nämlich, dass wir wirklich immer 3, 4, 5, 6 Mobs haben, ist hier gegeben. So, den lasse ich dann auch schon hier. Da haben wir dieses Line of Sight. Finde ich irgendwie zu anstrengend. Die da hinten lasse ich auch oft weg. Das ist mir schon zu weit. Das ist mir zu ineffizient. Ihr könnt die Route für euch natürlich so gestalten und so ablaufen, wie ihr das für richtig haltet, ne? Oh, die Freezes nerven echt. Ich muss das Overclocking rausnehmen. Das ist einfach zu warm. Aber man kann ja hier zumindest, haben jetzt alle abgebaut? Ja, nee. Nee, der zweite hat keinen Bergbau, alles gut. So, das Ding hier finde ich übrigens auch sehr schön. Hier diese Straße, ja, diese Straße zum Tode der Schrottknochen. Das ist hier diese Blickrichtung, die nehme ich gerne nochmal mit. Diese gelben sind natürlich befriedet, das heißt, die könnt ihr so ohne weiteres nicht pullen. Also nicht über den Aggro natürlich, sondern ihr müsst schon Damage machen. Da sind Fernkampfklassen, AOE-Effekte hier super gerne genommen. Den nehme ich hier unten, das ist der Bereich hier, den nehme ich auch noch gerne mit. Ihr könnt dann, wenn ihr wollt, geht ihr noch in die Höhlen rein. Also sorry für die Lags, ich hoffe, das ist nicht zu schlimm, aber
Prozessor übertakten bei den Temperaturen ist eigentlich nervt. Also seht, guckt euch an, was ich hier für Ersatzteile raushole. Ist natürlich jetzt summiert, ne? Aber pro Char auf jeden Fall. Der Flammenrülpser kriegt auch noch ein paar in die Backen. So, und jetzt kann man sich natürlich überlegen, gerade wenn man sowas wie Bergbau und Kräuterkunde hat, nimmt man doch hier so ein Flöz mit, ne? Genau, da hüpft das Pharmaherz, ihr Lieben. Genau, Loot tut gut. Die droppen natürlich keine Ersatzteile, aber die kann man kirschen an hier, die wie heißen die? Sauerrücken. Ja, müssen sie selber wissen, ne? Also, die sind nicht mehr relevant. Deswegen spare ich mir eigentlich diese Höhle. Jetzt war da das Flöz drin. Wollte das nur einmal zeigen. So, und dann befinden wir uns auch schon fast. Wahnsinn, was ich hier für Freezes habe. Guckt euch das mal an, bitte. Also, nach der Aufnahme muss der kleine Andreas ins BIOS und ein bisschen umarbeiten. Und umbauen. So. Dann haben wir hier so eine ganz kleine Gruppe. Aber, sobald ihr hier angekommen seid, je nachdem, was ihr für einen Killspeed habt und was ihr noch so an Peripherie an Mobs mitnehmt, sind die Respawn-Timer dann so, dass hier drumherum auf jeden Fall die Mobs wieder gespawnt sind. Ne? Und da haben wir Ersatzteile, Ersatzteile, Ersatzteile. So, und dann kann man jetzt, wenn ihr jetzt super schnell seid, hier ist noch nichts gespawnt, dann geht ihr jetzt noch hier in die Höhle und nehmt die ganzen Suppentrullis hier auch mit. So, und ihr seht, ha, hier wird dann auf einmal wieder gespawnt. Und wir wollen jetzt mal gucken, ob da ein Instant Respawn hinterhängt. Ich meine nicht, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich nur der Spawn-Timer. Also ein Zufall, ansonsten müsste die Höhle ja gleich wieder voll sein, wenn ich hier mit den Kollegen fertig bin. Das setzen wir uns noch kurz zum Abschluss. Und dann ist die Route durch, ja? Das ist meine Farmroute für Ersatzteile. Ich würde sagen, ihr Lieben, kann man mitarbeiten, oder? Es ist vielleicht nicht die beste, es ist vielleicht nicht die effizienteste. Und man möchte natürlich so einen halbwegs AFK Instant Respawn Farmspot haben. Nope, ist hier leider nicht der Fall. Hier ist nichts gespawnt, hier ist nichts gespawnt. Hier oben ist jetzt noch ein einzelner, aber von dem wird das jetzt nicht abhängen. Den haue ich jetzt auch nochmal um, weil da müsste hinter meinem Rücken hier alles wieder. Hier ist ein einzelner, ne? Aber das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Das sind einzelne. Erfüllt nicht mein Kriterium und meine Anforderungen. Naja, da müsst ihr hier, guck mal, diametral direkt gegensätzlich in die andere Richtung laufen. Leute, das finde ich nicht effizient. Also, wenn es hier einzelne Spawns dann getriggert werden, finde ich das viel zu wenig. Wir sind jetzt hier schon einmal rum und stellen jetzt hier fest, hier sind die Kollegen doch auch schon wieder da. Guck mal, ne? Das ist Wonderbra, wie Falco mal gesagt hat. Umnieten, looten. Ersatzteile, Ersatzteile, Ersatzteile. Gegen den Uhrzeigersinn. So, das Ganze habe ich natürlich für euch selbstverständlich wie immer festgehalten. Wo ist es denn? Hier in meinem schon coolen Block und Leitfaden. Das ist jetzt auf Seite 13, aber das heißt nichts. Das ist ein dynamisches Dokument. Habe ich hier festgehalten, die Fahrmechanik und den Loot. Und hier nochmal eingezeichnet, damit es erhalten bleibt für die Ewigkeit. Das Ganze ist wieder unter den ganzen Routinen, unter den Farmspots. Ihr seht, über die Wochen, Monate wächst da wirklich was zusammen, was ich bisher in den Videos schon gezeigt hatte. Wir sind jetzt in der Version 2.8 im Juni 2019 in meinem schon coolen WoW-Blog und Leitfaden für Einsteiger und Gelegenheitsspiele, aber natürlich auch die Farmprofis unter euch können sich diese ganzen Instant-Respawn-Spots vornehmen, die ich hier gezeigt habe. Und diese Liste findet ihr in unserem Projektekanal unserer schon coolen Discord-Community. Ihr seid auch hier selbstverständlich herzlich eingeladen. Link ist wie immer oben rechts auf dem YouTube-Kanal oder auch hier in der Videobeschreibung. Dann bin ich an dieser Stelle bin ich durch. Das war's. Leute, ich wünsche euch ganz viel Loot, viel Glück, viel Spaß mit Patch 8.2. Falls ihr eine bessere Route habt für Ersatzteile, was Mobdichte angeht und Respawns und drumherum, sagt bitte gerne Bescheid. Kennt ihr die Möglichkeiten und diese Informationen, die ich hier hatte, wollte ich jetzt mit euch teilen. Also, viel Spaß. Schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wiederkommt. Wir sehen uns, sobald ich etwas Schönes, Neues, schon Cooles für euch gefunden habe. Bis dahin, ihr Lieben. Und tschüss.